Hallo, meine Damen und Herren. Heute möchte ich zunächst auf die Frage eingehen, wann welches Verfahren eingesetzt wird. Die Divisionskalkulation ist aufgrund ihrer Vor- und Nachteile am ehesten bei einer einheitlichen Fertigung, also einer Massenfertigung einheitlicher Produkte einzusetzen. Die Äquivalenzziffernkalkulation bietet sich bei der Sortenfertigung artverwandter Erzeugnisse an. Die Zuschusskalkulation findet man häufig. Sie kann für heterogene Sach- oder Dienstleistungen eingesetzt werden, wobei es egal ist, ob es sich um Einzel- oder Serienfertigung handelt. Die Kuppelkalkulation wird sinnvollerweise bei der Kuppelproduktion eingesetzt, daher auch der Name. Eine Kuppelproduktion liegt dann vor, wenn zwangsweise gleichzeitig mehrere Erzeugnisse erstellt werden müssen. Oftmals unterteilen sich diese Erzeugnisse dann in Haupt- und Nebenerzeugnisse oder Abfallerzeugnisse. Stellen Sie sich beispielsweise einen Bauernhof vor, der hauptsächlich Milch produzieren will. Sein Hauptprodukt wäre dann die Milch. Ein Nebenerzeugnis wäre das Fleisch der Kühe, die geschlachtet werden und je nach Verwendung ein Abfallerzeugnis oder ein Nebenerzeugnis, wenn es verkauft werden kann, wäre zum Beispiel der anfallende Mist. Derartige zwangsläufige parallele Produktionsweisen gibt es vielfach. So zum Beispiel auch bei der Erstellung von flüssigen Kraftstoffen, bei der die Diesel- und Benzinproduktion aus chemisch-technischen Gründen zwangsläufig miteinander gekoppelt ist. Die Maschinenstundensatzrechnung wird ebenso wie die Zuschlagskalkulation bei heterogenen Sachleistungen eingesetzt. Auch hier ist es wieder egal, ob es sich um eine Einzel- oder Serienfertigung handelt. Gleiches gilt für die Bezugsgrößenkalkulation. Schauen wir uns nur noch die Verfahren im Einzelnen etwas genauer an. Wir beginnen mit der Divisionskalkulation, die, wie Sie vorhin schon gehört haben, bei einheitlicher Massenfertigung, also bei der Fertigung von ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen, angewendet werden kann. Beispiel dafür wären Elektrizitätswerke, die Strom erstellen, oder Wasserwerke und ähnliche Unternehmen. Wie geht man nun bei der Divisionskalkulation vor? Eine einstufige und sehr einfache Vorgehensweise ist die Addition der gesamten Kosten einer Abrechnungsperiode durch die Ausbringungsmenge in dieser Abrechnungsperiode zu dividieren. Das ergibt die Kosten einer Erzeugniseinheit. Wenn also beispielsweise der Hersteller von Strom seine gesamten Kosten eines Jahres aufaddiert und die gesamten produzierten und verkauften Kilowattstunden kennt und die Kosten durch die Summe dieser Kilowattstunden dividiert, so ergeben sich die Kosten für eine Kilowattstunde. Dass dieses Verfahren bei heterogenen Produkten, wie beispielsweise der Pkw-Produktion, keinen Sinn macht, dürfte Ihnen schnell einleuchten. Stellen Sie sich vor, die Firma Daimler würde die Kosten eines gesamten Jahres durch die Anzahl der produzierten Fahrzeuge dividieren. Dann würde man so tun, als würde die Herstellung eines Smart genauso viel Kosten verursachen wie die Herstellung einer S-Klasse oder eben die einer E-Klasse, C-Klasse und was es sonst noch an verschiedenen Modellen so gibt. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Beide Beispiele hatte ich auch schon in einem vorherigen Screencast erwähnt. Neben der von mir erwähnten einstufigen Divisionskalkulation gibt es aber auch noch die zwei- oder mehrstufige Divisionskalkulation, mit der die Kosten in verschiedene Kostenblöcke aufgeteilt werden und dann jeweils durch die produzierten und verkauften Mengen dividiert werden. Nimmt man beispielsweise die reinen Stromerzeugungskosten als einen Kostenblock und die Verwaltung und Vertriebskosten als Kostenblock 2 und dividiert diese beiden Kostenblöcke jeweils durch die erzeugte und verkaufte Strommenge, so erhält man eben die verschiedenen Kostenanteile für Produktion bzw. Vertrieb des Stroms je Kilowattstunde. Kommen wir nun zur Äquivalenzziffernkalkulation, die bei der Sortenfertigung, zum Beispiel in der Textilindustrie, in Brauereien oder der Schuhsohlenproduktion angewendet werden kann. Es handelt sich hierbei jeweils um artverwandte, also ziemlich ähnliche, aber eben nicht ganz gleiche Erzeugnisse.
Stellen Sie sich zum Beispiel Schuhsohlen einer bestimmten Art vor, die es in unterschiedlichen Größen gibt. Unterschiedliche Größen benötigen unterschiedliche Mengen an Rohmaterial und eventuell auch unterschiedlichen Energieeinsatz zur Vulkanisation. Dem wird eben bei der Äquivalenzzifferkalkulation Rechnung getragen. Bei der Äquivalenzzifferkalkulation werden die Kostenverhältnisse durch Beobachtung und Messung festgestellt. Nehmen wir das Beispiel mit den Gummisohlen. So kann man ausgehend von einer Schuhgröße, der man die Äquivalenzziffer 1 zum Beispiel für Materialverbrauch beimisst, die Verhältnisse auf größere Schuhsohlen übertragen. Diese verbrauchen dann beispielsweise 10, 20 oder 30% mehr Gummi. Das heißt, die Äquivalenzziffern dieser Größen wären dann 1,1, 1,2 und 1,3. Derartige Betrachtungen sind gemeint mit dem Satz, Kostenverhältnisse werden durch Beobachtung und Messung festgestellt. Und wie man daraus Äquivalenzziffern bildet, haben Sie in dem eben Gesagten auch schon erfahren können. Auch hier gibt es wieder die Einstufe-Äquivalenzziffernkalkulation, bei der sämtliche Kosten auf einmal betrachtet werden, oder die mehrstufige Äquivalenzziffernkalkulation, bei der zum Beispiel für Materialverbrauch oder die Fertigungszeit oder andere Kostenaspekte jeweils unterschiedliche Äquivalenzziffern gebildet werden. Auf die weiteren Verfahren der Kostenträgerstückrechnung gehen wir im Detail im nächsten Screencast ein. Für heute herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss.